So, Freunde oder Nicht-Freunde oder einfach nur Zuschauer von mir, herzlich willkommen zu Lego Star Wars, die komplette Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Auf geht's, Story fortsetzen und wir starten direkt rein. Eigentlich wollte ich jetzt im Hintergrund noch rendern, aber das ging letztes Mal sehr schief und deswegen mache ich das jetzt nicht. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. So wie bei letzter Folge auch. Kapitel 4, die Schlacht um Endor. Die Rebellenflotte nähert sich dem Todesstern und Luke Skywalker hat sich den imperialen Truppen gestellt. Nun ist er im Todesstern unterwegs, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzutreten. Das Kommandoteam unter Han Solo macht sich auf den Weg, den imperialen Schildgenerator auf Endor zu eliminieren. Doch die Rebellen trappen sich in eine Falle, obwohl der Todesstern noch unvollständig erscheint, ist er in Wahrheit bereits voll funktionsfähig. Und auf dem tapferen Einsatzteam der Rebellen wartet eine tödliche Überraschung. Wicket, verdorben. Ja, und damit herzlich willkommen zurück nach der Zwischensequenz, die ich wieder einwandfrei synchronisiert habe, finde ich. Also nicht synchronisiert, sondern nachvertont habe. Bitte, bitte funktionier, weil das ist ja immer der Struggle von jeder Folge, funktioniert dieses verfluchte Teil da. Aber es funktioniert, dann bin ich jetzt beruhigt. Ah, genau, und deswegen begehe ich jetzt erst einmal Justiz als Han Solo. So. So, jetzt probieren wir es einfach mal, ob wir da rüberkommen. Dankeschön, Spiel. Hopp. Okay, weiter können wir jetzt nicht machen. Wir haben keine Machtfähigkeit, aber wir können mal den Topf vorbereiten, wo mir später gekocht wäre. So. Es sei denn, die wollen uns nicht grillen, dann nicht. Aber war das nicht mal so, dass Ewoks total brutale Wesen sind, die sogar die Sturmtruppe dann aufgefressen habe? Irgendwas habe ich da mal in der Art gelesen, aber ich glaube, das stimmt zwar, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also die haben die Sturmtruppler ja aufgefressen. Habe ich gehört, weil die haben ja auf denen ihre Köpfe rumgehämmert, später in dem Teil. Auf jeden Fall, was jetzt dann passiert, also die letzte Folge, die vorletzte Folge kam in der Erweiterung von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit mir, dem Philipp Drachenberg, natürlich Aufruhr. Und deswegen haben wir jetzt hier eine vergleichbare Variante, ähnlich zu dem, was wir schon mal gemacht haben, falls ihr das vergleichen wollt. Und ja. So, jetzt brauchen wir den Wicket. So, der bringt uns nämlich jetzt hier hoch. Und hopp mit dir. Zack. Okay, da ist er auch schon. Bauen wir uns mal den Turm darüber. Halt. Das schießt jetzt so Steine mit der Steinschleuder. Weil mit einer Steinschleuder schießt man. Genau. Backfisch. Nein, natürlich schießt man mit Steine, Schleudern aus Steine. Weil, wieso hätte man dann schon den Namen dafür gemacht?
Steinschleudern, dann schießt man keine Steine, das macht doch keinen Sinn. Ah, okay, dann müssen wir erst das Ding. Jetzt schießen wir erst das Ding da kurz auf. Okay, ich gehe jetzt mal hoch und aktiviere den Hebel dort oben, was auch immer der bringt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Hopp, halt! Hahn, du Vogel! Hahn, Vogel. Ah, okay. Da brauchen wir noch irgendeinen Machtnutzer, damit wir da hochkommen. Das heißt, es war jetzt gerade umsonst. Wobei, hier ist eigentlich nie was umsonst, weil alles, was wir machen, hat tieferer Sinn. Weil wir bekommen... Wir haben ja auch hier Spaß beim Let's Play. Also, ich beim Aufnehmen, ihr beim Zugucken, ich beim später kontrolliere, beim Schnitt und so weiter. Der Schnitt ist zwar nicht viel, was ich da machen muss. Beim Schnitt muss ich eigentlich nur das Intro vorne dran setzen. Kurz noch überprüfen, ob alles stimmt. Also ich hopp's dann nochmal kurz drüber. Und schau mal kurz nach, ob alles dann so passt, wie ich das hab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einer neuen Szene wechsle. Also wenn ich die Aufnahme dann zusammenschneide, weil ich eine Unterbrechung zwischendrin hat. Da gucke ich dann, dass ich das schön einblend und ausblend. Also sowohl optisch als auch akustisch. So, das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, wir schießen hier die Enderhake weg, dann kommen die Dödelsoldaten auch nicht mehr da rein. So, zack, perfekt. Und was ich auch noch mache, tue ja damit 60 FPS dazu rendern zusätzlich. Und 4K dazu machen. Leider ist das halt alles nicht echt, sondern es sieht zwar aus wie 4K, ist aber von der Qualität lang nicht so gut. Philipp, du musst nicht H drücken, sondern das andere. So, jetzt müssen wir den Stöpsel hier in den reinschieben. Bäh, halt, stopp, Philipp, das war jetzt versaut. Nein, Spaß. So, nicht zweideutig denke, das geht zu weit. So, das darf nur ich. Wobei, nee, das darf ich auch nicht. Sonst gibt's Ärger. So. Sonst gibt's Ärger vom Vergangenheit. Nee, vom Zukunfts-Philipp. Genau. So. So, und jetzt schieben wir das schöne Teil nach dort oben. Zack. Wicked, perfekt. Dich kenne mir natürlich auch. Und zack. So. Hopp. Halt. Stopp. Halt. Danke. So, und hinein. Zack. So, und wir aktivieren jetzt die Brücke und dann können wir nach unten. Da haben wir nämlich zu 15, wird es nämlich kein Problem sein. Genau, Chewie, so sehe ich es auch. Die Tastatur ist doof. So. Ich stehe hier. Ich stehe hier. So. Und hinab. So. Ich glaube, wir sind schon in die Falle gedreht. So, das kann man jetzt vergleichen mit dem Start von der Folge, wo wir Let's Play Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, aufgenommen habe. Finde ich jetzt, also ab hier, weil wir sind ja auch hier so unterwegs, Minikit Ahoy. Ja doch, ich, sobald jetzt der erste AT-ST kommt, denke ich, kann man das mal, wobei, mir hatte eigentlich schon die AT-ST-Dinger. Ja, okay, man kann es mal mit den letzten paar Folgen vergleiche. Denke ich jetzt mal und das müsste eigentlich, ja doch, das kommt ungefähr hin. So. Wicked, Wicked, hallo. Hinauf mit ihnen. Arsch noch nicht weit genug, schieben wir noch ein Stück. Ja, Chewie. Immer noch nicht. Jetzt. Irgendwie hat es gerade ein bisschen nach dort rübergebackt. So, wir stellen uns jetzt mal hier drauf. So, du gehst nach da drüben, betätigst den Schalter. Dann kommen wir auch nach dort oben. Perfekt. Sehr gut. Hahn. Sehr gut, Spieleentwickler. Der NPC habt ihr sehr gut programmiert. So. So, und
Jetzt hat es gerade gebuggt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Okay, da sind noch ein paar vermachtete Blumen, die man nur mit der Macht aktivieren kann. Aber sonst passt alles. So. Och, das gibt schöne Tausender Münzen, die Falle runter. Finde ich nicht in Ordnung, Spiel. So. Ja, okay. So. Irgendwie habe die Levels von der Episode 6 manchmal ein paar Bugs drin, aber ich denke mal, das ist jetzt weiterhin schlimm. Solange es auf jeden Fall noch funktioniert, würde ich das jetzt noch nicht so ganz als schlimm betrachten. So, schießen wir mal alles um, was ich da sehe. Zack. Nicht der Chewie. So, jetzt machen wir uns gleich den Bulldog dort. Oder wie man nicht im Badischen sage, wird der Traktor. Bei uns heißt es Bulldog, aber sonst kann man ohne zu Traktor, Träger oder was auch immer sage, aber Bulldog heißt bei mir fertig. So. Wir nehmen jetzt hier den schönen Bulldog hier und hinauf. Und dann werden wir hier die Rübe hier rausholen, beziehungsweise die Karotte. Würden wir ja sagen. Es gibt ja auch den Begriff Mörschen. So sagt ja der eine Mörschen. Mörschen, Sellerie und Dip. Kennt ihr das Video, wo einer der Gollum nachsynchronisiert irgendwie mit solchen Essgewohnheiten und so? Das fand ich auf jeden Fall ein lustiges Video. Ich glaube von Movie Pilot oder so war das. Ne, mit Movie Pilot. Irgendwie so ähnlich. Oh, könnt jetzt mal ab. Weg jetzt mit euch, ihr Abschaum. So. Mit Movie Pilot. Wie hieß denn das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mach mal an, danke. So, verpisst euch jetzt. So, bitte einmal öffnen. Zack. Gut, die anderen sind natürlich auch drauf gestanden. Ich wäre es ja gar nicht angegangen. So, jetzt brauchen wir eine Brücke für den R2-D2. Hopp und hopp. Dann haben wir ja das Ding für den Wicket. Das heißt, wir können jetzt gemütlich dort hoch. Nachdem ich hier noch ein paar Truppe verprügelt habe. So, und weg jetzt. Chewie, dass du immer in mein Angriffsfeld laufst. Hopp, hopp. Wobei, nee, da müsste ja die... Doch, das passt schon. Jetzt stehe ich mal hier drauf. Ah, okay, ich muss wirklich den Wicket auswählen. Da sind jetzt die NPCs nicht so helle, dass die das von alleine... Verpisst euch. Stirb, 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 stirb. So. Die sind nicht ganz so hell im Kopf, deswegen muss ich ihn jetzt selber durchlaufen lassen. Ach, deswegen. Ah, ich muss hier noch ein paar Sachen machen. Damit auch die anderen hier hochkommen. So. So. Zack. Jetzt müsste es aber gehen. Weil ich stehe jetzt hier drauf. Dann kommt der Chewie hier hoch. Und eigentlich müsste jetzt der Wicket noch hier hoch. Aber der Holzkopf will natürlich nicht. So, jetzt. Okay, manchmal habe ich ein paar Anwandlungen, die NPCs. Aber jetzt müsste eigentlich alle draufstehen. Und jetzt, perfekt. So, jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen Chewie. Zack. So, jetzt kurz nochmal zum Wicket wechseln, damit wir hier hochkommen. Mit H. Dort. Also falls ihr es gemerkt habt, wegen deine Dinger hier, wo da stehen, das ist, weil das die Android-Version ist und ich, also nicht Android-Version, die Mobile-Variante. Okay, ne, die sind weg, die 1000 Münzen, die ich jetzt hier spiele. Das ist zwar genau das Identische wie beim Windows PC, sage ich jetzt einfach mal, Version. Plus,
dass hier halt die Steuerung ein bisschen anders da ist, halt für Smartphone geeignet gemacht wird. So. Natürlich nicht nur für Smartphone, auch für Tablets und so weiter, aber da ich das jetzt hier über BlueStacks mache, tue ich ja sozusagen mein Handy am Computer sozusagen darstellen, damit ich eine bessere Qualität habe und nicht alles doppelt aufnehmen muss. So, habe ich jetzt alle umgebracht, ja. Und Feuer und Feuer und Feuer und Feuer und Feuer. Okay, nee. Ah doch, stopp, stopp, stopp. Den will ich noch abwerfen. Halt, falsche Richtung. Jawohl. Raus und auf in mein Wagen. Hopp. Stirbt. So, ich dreht euch alle platt, weil ihr doof seid. So. So, Münze, Ahoi und Feuer. Okay, schade, jetzt kommen wir weiter. Nimm mal mit ihm weiter. Ah, okay, es gibt ja auch ein neuer dann. Zack. Alles klar, ich habe schon alle platt gemacht. So. Nein, hör auf, die anzugreifen. Wir haben hier eine Mission. Wir müssen hier ganz viel Geld machen. Das ist unsere Aufgabe für diese Folge hier. So. Schade, jetzt ist unser Power-Up weg. Egal, so. Jetzt machen wir mal das hier an. Mann, ich muss das immer wissen, ob die Dinger funktionieren, weil dann ist nämlich der Spielefortschritt hier nämlich für den Eimer, wenn das nämlich nicht funktioniert. Aber bis jetzt hatte mir Glück in dieser Episode hier. Bis jetzt gab es nämlich noch keinen Fehler mit den Teilen hier. Halt! Aber es gab es halt in der vorigen Teile-Part. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall musste mir ja auch mehrmals den Spielstand wiederherstellen und das war auch nicht so ganz angenehm. Deswegen bin ich jetzt lieber ein bisschen vorsichtig immer die ganze Zeit. Ja, doch, ich erinnere mich auf jeden Fall dran. Die Schlacht um Endor hieß das Level in der Lego Star Wars, das Erwachen der Macht in der DLC war, sage ich jetzt mal dazu. War das so, dass mir das dort gespielt habe? Könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal ansehen, wenn ihr wollt. Und ja. So. Jetzt noch die paar Sachen hier eliminiere. Beziehungsweise nicht eliminiere, sondern zerstöre. So. Verpiss dich. Ihr geht jetzt da mal wieder weg. So, danke. Perfekt. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, doch, wir müssen jetzt hier hoch, glaube ich. Machen wir jetzt halt einfach. Ah, okay, nee, da müssen wir nicht hoch. Okay, nee, dann laufen wir wieder zurück. Runter. Da kommen wir nämlich gar nicht hoch, weil wir brauchen Jedi dafür. Okay, diese Folge ist jetzt ein bisschen kürzer wie die letztere, aber ich hoffe, das macht nichts. Vielleicht wollte ja auch längere Folge, aber die letzte Folge, die ist immer noch am Upload. Seit über, was auch immer, wie viel Stunde dauert das jetzt gerade im Moment schon. So, auf jeden Fall müsste jetzt bei mir dann gleich Essen geben. Und ich habe auf jeden Fall schon Hunger. So. Weil es gibt endlich mal wieder was Ungesundes. Und darauf freue ich mich. So. Weil normalerweise gibt es bei uns immer nur so gesundes Zeug. Und ja. So. Aber zum Thema Essen habe ich ja schon mal was gesagt. Und das liegt an der Zutate. Also nicht an der Kochkünste, sondern an der Zutaten, dass es manchmal nicht ganz so appetitlich ist. So. Aber ich esse es meistens trotzdem. Oder manchmal bin ich so asozial und halt mit. So. So, wo habe ich denn hier mein. Oh, so. Dann öffnen wir jetzt mal das Ding und dann war, glaube ich, die Mission auch fertig. So.
Hinein mit uns. Okay, nein, es ist noch nicht vorbei. Aber egal. So. Jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen Leia, weil mir ab jetzt die ganze Zeit der Hahn und so gespielt. Also nicht der Wasserhahn, sondern der Hahn Solo. Hahn allein. Ich habe ja auch... Also wenn ihr den Solo-Film gesehen habt, der leider ein bisschen gefloppt ist im Kino, aber ich fand den eigentlich ganz gut. Ich habe den in 3D gesehen. Das war ein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern. Und deswegen war das auf jeden Fall ganz nett. So, okay. Dann war ich da mit meinem Vater dort im Kino. Und es war auf jeden Fall sehr cool. So. Danke nachträglich. Aber das ist schon ein paar Jahre her. So. Und bumm. Zack, die 100 Münze brauche ich jetzt nicht. Verzupft euch jetzt. Oh Mann, lass doch jetzt den Schuli in Ruhe. Und hör auf, immer irgendwelche andere zu schlagen. Du böses Frauzimmer, echt. Ich nehme, glaube ich, lieber wieder der Han Solo, weil der schlagt mit unnötig irgendwelche Leute. Stirb, 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 stirb. So. Die Regel ist, wir machen immer erst alles kaputt. So, dann hole ich mir kurz einen Sturmtruppler-Helm, damit ich da rein kann. Zack. Oh, Kind. Mit Kind bist du. Die ist schon erwachsen, Philipp. So. Chewie, alles klar. Du bist einfach wunderbar. So. Hi, mach mal auf. Mach doch auf. Jetzt baue ich erst den TIE Fighter hier auf. Weiß ich natürlich, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon selber gezockt. So. Vielleicht habt ihr schon mal die Geschichte gehört. Es war ja schon mal auf dem Markt, das Spiel. Dann wurde es wieder vom Markt genommen. Und dann kam das Angebot dieses Jahr wieder raus. Und da habe ich mir nur ein Spiel wieder installiert, weil ich habe es ja schon bezahlt. Deswegen habe ich da auch nicht lange gezögert und habe jetzt hier das Let's Play nach Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Und nach Anni. Vorher hatte mir noch Ding. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ah ne, stimmt gar nicht. Vorher hatte mir noch Star Wars The Galaxy of Heroes mit mir, dem Philipp Drachenberg. So. So, jetzt können wir mit dem CR3PO hier auch hoch. Wenn er denn überhaupt kommen will. Kumpel. Wat? So, perfekt. Das hast du davon. Aber nun hat er jetzt wieder zwei Arme und das ist ja auch ganz gut. So, und hinauf. Brrr. Also ich kann mich schon an kürzere Folge erinnern. Und hopp. Oh, so. Schön vollgefuttert und Bauch komplett voll gelaufen, vollgefuttert. Komme ich jetzt hier wieder zurück. So, und wir nehmen jetzt hier weiter auf und spiele direkt weiter. Was es jetzt zu essen gab, das Ungesunde habe ich ja schon erwähnt. Es gab nämlich jetzt heute... Nein, Chewie, nein, das gab es heute nicht. Es gab heute nämlich Pommes. Ja, Pommes und für mich, da ich ja kein Vegetarier bin wie die andere, gab es auch für mich frittiertes Schnitzel. So, war auf jeden Fall ganz okay. So. Ah, da brauchen wir Machtnutzer. Der Luke hat sich ja gestellt. Ach, das sind ja meine Leute. Und hopp, und hopp, und hopp, und pschuh. Jawohl, irgendwie macht es total Spaß. Was aber natürlich verständnisvoll ist. Was ich natürlich auch verständnisvoll nachvollziehen kann. So, R2.
und bitte. Okay. Oh, ah, Geld. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß es. Und ihr weißt es. Ja, genau. Ihr weißt es jetzt auch. Ihr wisst es jetzt auch, was wir jetzt machen müssen. Und zwar das hier. Wir müssen nämlich jetzt da irgendwie rüberkommen. Aber was ich jetzt kurz probieren möchte, ist. Hopp. Hopp. Ah, Philipp, Holzkopf. So. So, und hopp. Und hopp. Ah, okay, ganz knapp. So, nein, ein Stück Kuchen will ich jetzt doch keins, falls man es jetzt gerade gehört hat, weil ich bin voll. Aber. So. Wobei, ein Stück Kuchen wäre jetzt zwar nicht schlecht, aber ich bin echt wirklich jetzt. Muss ich leider mal ehrlich sein, ich bin wirklich voll. So. So, was haben wir hier unten drin? Ah, da können wir irgendwas hier mitmachen. Ah, okay. Also eigentlich hat uns das gar nichts gebracht, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das nochmal schaffen. Ich habe es zwar nicht geschafft, aber wir probieren es nochmal. Jawohl! Bitte. So. Jetzt bauen wir das mal schnell auf und dann gehen wir mit dem Wicked nach da unten rein. Und zack. Ich glaube, heute spiele ich echt noch die komplette Episode durch. Und dann lasse ich es einfach wieder rendern, währenddessen die andere Video... währenddessen die andere Videos, die sind ja immer noch beim Aufladen... beim Uploaden, nicht Aufladen, Philipp. Bumm! So, mit dem R2 komme ich da jetzt leider nicht rein, sonst wäre ich jetzt nach dorthin gekommen und der Boba Fett... Weiß ich eh nicht, ob wir den noch freischalten können. So. Weil, wie gesagt, Episode 5, 4 und... Episode 4 und 5 gingen nämlich ja nicht. So, manchmal treffe ich die falsche Taste. Das sind die falschen Entscheidungen, sondern die falsche Taste. So. Wobei, manchmal treffe ich wirklich falsche Entscheidungen, aber das... Kommt bei mir eigentlich nicht so oft vor. Oh, danke, dass er auch mit hochkommt. Danke, Grinsebacke. Boom. So, jetzt können wir nämlich da unten überall Detonatoren anbringen, beziehungsweise wieder aufbauen. Und dann macht's Boom. Und darauf freue ich mich. So, machen wir bitte mal hier das Schild aus. Danke. So, Bombe Nummer 1. Philipp. Bombe Nummer 1. Hallo. Verpiss dich. So. Bombe Nummer 2. Vogel. So. Bombe Nummer 3. Danke, dass du meine Münze wegschmeißt. Bombe Nummer 4. So, Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet, Han Solo Endor. Wo ist denn der Ton hin? Ah doch, Wicked. Und, war Jedi? Irgendwie hat es jetzt wieder Soundbug. Weil letztes Mal kam der Ton wieder so schön. Vielleicht muss man dann einfach wieder neu reingehen, aber ich will jetzt direkt weitermachen, nachdem ich kurz die Datei benannt habe, nach der Folgenummer und dann geht's weiter. So, Minikit. Zack. Ich denke mal, das wird der ATST. Level abgeschlossen. Wahrer Jedi. So. Und das war's. Lasst ein Like und ein Abo da. Wäre sehr freundlich von euch. Ein Kommentar wäre auch nett. Und schaut euch gerne hier auch die Playlist hier an. Viel Spaß. Mögli macht mit euch sein. Und ciao.